eine bequeme sitzende Position, Fersensitz oder eine Schneidersitz oder eine Lotussitz-Variante. Und versuche dein Becken aufzurichten. Versuche Länge in die Wirbelsäule, versuche Länge in die Flanken zu bringen. Vielleicht kannst du mit dieser Einatmung das Brustbein ein bisschen höher rauf und den Scheitelpunkt vom Kopf ein bisschen höher raufbringen und mit dieser Ausatmung das Sitzbein ein bisschen passiver und ein bisschen schwerer Richtung Boden sinken. Entspann deinen Nacken, entspann deine Schultern, entspann deine Hände. Entspann die Stirn und die Kiefermuskulatur, die Lippen, die Zunge im Gaumen. Lass dich noch deine Atmung ein bisschen mehr zu vertiefen und ein bisschen bewusster in die Bauchraum zu schnaufen. Die Bewegung vom Bauchraum ein bisschen wahrzunehmen. Die leichte Entspannung mit der Einatmung. Das Zurücksinken vom Bauchnabel Richtung Wirbelsäule mit der Ausatmung. Die nächste Einatmung bringst du beide Arme über den Kopf, schaffst ganz viel Platz und lässt mit der Ausatmung beide Hände zurück und das Brustbein sinken. Die Einatmung bringst nochmal beide Arme hoch über den Kopf, bringst die Handflächen zusammen und fährst an, abwechslungsweise mal mit der linken und dann mit der rechten Hand ein bisschen höher Richtung Decke aufzuziehen und so. Ein bisschen Länge, ein bisschen Platz in die linke und in die rechte Flanke hineinzubringen. Sanfte Seitflexionen. Und dann die Hände wieder voneinander lösen, mit der Einatmung noch ein bisschen mehr Länge machen. Mit der nächsten Ausatmung bringst du die linke Hand links von dir auf den Boden und kommst in eine Seitflexion. Viel Platz in der rechten Flanke. Du behaltest breite Schultern und kommst mit der nächsten Einatmung mit beiden Armen wieder zurück in die Mitte. Lass mit der Ausatmung deine rechte Hand auf die Matte sinken und ziehst mit dem linken Arm über dem Kopf ganz weit gegen rechts rüber. Schnaufe die linke Flanke in den Schaftplatz. Dann fing mit der Einatmung zurück in die Mitte. Und komm dann in eine Rotation auf die linke Seite. Dann bringst du die linke Hand ins Gesäß und die rechte Hand auf das linke Knie. Halt die Länge in der Wirbelsäule, halt die Länge in der Flanke. Komm mit deiner nächsten Einatmung zurück in die Mitte, zieh beide Arme über den Kopf. Du die Seite wechseln, die linke Hand geht auf das Knie und die rechte Hand hängt ins Gesäß. So die Länge in der Flanke und die Wirbelsäule zu behalten. Und findest du den Weg zurück mit deiner Einatmung mit beiden Armen über den Kopf. Hast mit der Ausatmung die Hände hinter dem Gesäß auf den Boden sinken und tust mit deiner Einatmung das Becken vom Boden weglösen, die ganze Körpervorderseite öffnen, Becken schaukeln und das Brustbein diagonal vorne auf den Weg schieben. Vielleicht tust du deinen Kopf entspannt in den Nacken anlegen und kommst mit deiner Ausatmung mit dem Gesäß zurück auf die Matte. Du tust mit den Händen vorlaufen und du bist ganz rund in deiner Körperrückseite. Vielleicht mit Stirn am Boden. Und in dieser Ausatmung versuchst du, ein bisschen mehr Gewicht von deinem Körperboden abzugeben. Schnaufe in die Rückseite von deinem Körper rein, in die Rückenstrecke, in deine unteren Flanken. Und mit dieser Einatmung fährst du auch mit deinen Händen wieder zurückzulaufen. Ziehst die Arme über den Kopf, schaffst nochmal viel Platz. Lass mit der Ausatmung beide Hände zurück von deinem Brustbein sinken. Dann fing den Weg in eine Vierfüßlerposition auf deine Matte. Du hast deine Handgelenke mit deinen Schultern positionieren, in den Hüftgelenken. Und ein paar Mal mit der Einatmung das Brustbein vorne aufziehen, sanft zu volles Kreuz. Und mit der Ausatmung kommst du in die Gegenbewegung vom Katzenbock. Du bist ganz rund in Wirbelsäule. Zurück in eine neutrale Ausgangslage mit deiner Wirbelsäule. Du mit den Händen ungefähr eine Handlänge vorlaufen. Und fang an, deine Knie vom Boden zu lösen und den Weg zurückzufinden in eine erste Runde gegen den Abend. Du musst vielleicht die Fußgelenke ein bisschen bewegen, die so einlaufen, Ort und Stelle. Knie bewegen, Hüfte bewegen, Wirbelsäule bewegen, Schultergürtel bewegen.
sich so ein bisschen in die Position hineinfinden. Ein bisschen wahrnehmen, wie sich die Hände auf die Matte anfühlen. Wie sich die Schultern anfühlen, wie sich die Wirbelsäule anfühlen in dieser Position. Und fange an, die Atmung zu vertiefen. Mit deinen Füßen laufen zu den Händen in eine Kopf-Knie-Position. Du bist nochmal ganz rund mit einer Ausatmung. Du bist mit einer Einatmung aufrichten, ziehst die Arme über den Kopf. Mit der Ausatmung lass deine Hände zurücksinken. Du bist mit der nächsten Einatmung die Arme nochmal hoch über den Kopf. Und mit der Ausatmung kommst du vorne ab in eine Kopf-Knie-Position. Einatmen, Wirbelsäule verlängern. Nimmst deine Hände auf die Matte, dann mit den Füßen zurücklaufen in der Brettposition. Mit der Einatmung nochmal die Wirbelsäule verlängern. Und mit der nächsten Ausatmung du musst halb absenken. Und mit der Einatmung ziehst du das Brustbein vorne rauf. Und du gegen rauf schaut. Und mit der Ausatmung zurück in den Hund, der gegen rauf schaut. Du deine Füße, du deine Hände symmetrisch ausrichten. Daumenballen, Zeigefingerballen auf der Matte wahrnehmen. Versuch die Zehen aufzufächern und leichte Aussenrotation im Schultergelenk zu finden. Entspann den Nacken, entspann die Gesichtsmuskulatur. Bring mit der Einatmung das rechte Bein hoch auf den dreibeinigen Hund. Mit der Ausatmung bringst du den rechten Fuß durch den Rot, die rechte Hand hast. Lass dein linkes Knie auf die Matte sinken und du mit der Einatmung die Arme über den Kopf ziehen. Versuchst die Hüfte ein bisschen mehr gegen vorne unten zu sinken und gleichzeitig die Hüfte aufgerichtet zu behalten. Lass mit der nächsten Ausatmung beide Hände auf die Matte sinken. Einatmen, das hintere Knie vom Boden lösen, Wirbelsäule verlängern und mit der Ausatmung den Weg zurückfinden und gegen runter. Einatmen, führe ins Brett. Mit der Ausatmung tust du halb absenken und mit der Einatmung kommst du in den Hund oben rauf schauen. Mit der nächsten Ausatmung zurück in den Hund von gegen runter. Entspann den Nacken, entspann Gesichtsmuskulatur in dieser Position. Mit der nächsten Einatmung bringst du das linke Bein hoch auf den dreibeinigen Hund und mit der Ausatmung kommst du mit dem linken Fuß zurück, wo die linke Hand hast. Weiter ein Ausfallschritt. Einatmen, Wirbelsäule nochmal verlängern und mit der Ausatmung bringst du das rechte Knie auf die Matte. Du musst mit der nächsten Einatmung den Oberkörper aufrichten und einmal über den Kopf ziehen. Versuchst das Becken gerade auszurichten. Die linke Beckenschaufel ein bisschen zurückzuziehen und die rechte Beckenschaufel gegen vorne wegzustossen. Versuchst die Schambeine vorne ein bisschen aufzuziehen und hinten das Kreuzbein runterzurollen. In der nächsten Ausatmung lässt du beide Hände zurück auf die Matte sinken. Du musst mit der Einatmung das hintere Bein nochmal strecken, Wirbelsäule verlängern und mit der nächsten Ausatmung kommst du mit dem linken Fuß zurück in den Hund, der gegen runter schaut. Reiss dich mit der Einatmung vorne ins Brett und mit der Ausatmung tust du halb absenken. Mit der nächsten Einatmung kommst du in den Hund, der gegen runter schaut. Und mit der Ausatmung zurück in den Hund, der gegen runter schaut. Du dich auf die Symmetrie von deinen Füßen und von deinen Händen achten. Versuch die Zehen noch etwas mehr aufzuwächen auf die Matte und mit der Einatmung mehr Platz in deinen Wirbelsäulen zu finden. Du bist dann mit deinen Füßen vorlaufen zu den Händen in einer Kopf-Knie-Position. Du bist mit der Ausatmung nochmal ganz rund. Du bist dann deine rechte Hand in die Mitte und der Nasenspitze und mit der Einatmung ziehst du die linke Arm hoch auf eine richtige Decke in Rotation von Wirbelsäulen. Halt die Länge in den Flanken und mit einer Ausatmung mit der linken Hand zurück auf die Matte und die Seite wechseln. Nimmst die linke Hand ins Zentrum und mit einer Einatmung den rechten Arm hochziehen. Versuchst beide Schultergelenke aufeinander auszurichten. Mit deiner nächsten Ausatmung lass auch deine rechte Hand wieder zurück auf die Matte sinken. Bring dir beide Handrücken auf die Matte und du mit deinen Füßen in deine Hände reinstehen, sodass du mit den Zehen vorne tust, das Handgelenk berühren. Die Knie können noch ein bisschen gebogen sein und vielleicht tust du dann nach deinem Nah ein bisschen mehr strecken. Entspann den Nacken und versuch
mit jeder Ausatmung ein bisschen in die tiefere Position reinzukommen und ein bisschen mehr loszulassen. Nimmst langsam deine Hände unter deinen Füßen führen. Fängst mit der Einatmung nochmal die Länge von Wirbelsäulen und mit der Ausatmung wirst du nochmal ganz gut. Du musst dich mit der nächsten Einatmung aufrichten, ziehst die Daumen über den Kopf und lässt mit der Ausatmung deine Hände zurück vor ins Herz sinken. Mit der nächsten Einatmung ziehst die Daumen nochmal über den Kopf. Mit der Ausatmung kommst du in eine Kopfknäuelposition. Einatmung, du musst die Wirbelsäule nochmal verlängern, nimmst die Hände auf die Matte, du hast mit deinen Füßen zurücklaufen in eine Brettposition. Suchst nochmal die Länge in dieser Brettposition und mit deiner nächsten Ausatmung. Du musst halb absenken und mit der Einatmung das Brustbein vorne aufziehen, Hund, der gegen oben schaut. Und mit der Ausatmung zurück in den Hund, der gegen oben schaut. Du hast deine Hände, deine Füße symmetrisch in sich. Dann fließt mit der Einatmung vorne ins Brett. Nimm beide Füße ganz nah zusammen. Nimm die rechte Hand etwas mehr ins Zentrum unter der Nasenspitze. Und zieh dann mit der Einatmung deine linke Hand hoch auf eine richtige Decke. Aktive Füße, aktive Beine. Und versuch die rechte Hand noch etwas aktiver in den Boden hineinzustoßen, sodass das rechte Schultergelenk stabil bleibt. Mit deiner nächsten Ausatmung lässt deine linke Hand zurück auf die Matte sinken. Du musst dich symmetrisch einrichten. Mit der nächsten Ausatmung halb absenken. Mit der Einatmung kommst du vorne rauf in einen Hund, der rauf schaut. Und mit der nächsten Ausatmung findest du den Weg zurück in den Hund, der gegen oben schaut. Einatmen, Brettposition. Wenn du die Füße ganz nah zusammennehmen, nimmst du die linke Hand ins Zentrum. Und kommst ins seitliche Brett, ziehst die rechte Hand hoch auf Richtung Decke. Versuch die Hüfte nicht zu hängen. Halt aktive Füße, aktive Beine. Und mit deiner nächsten Ausatmung lass deine rechte Hand wieder zurück auf die Matte sinken. Du musst dich symmetrisch einrichten. Fliessest mit der Ausatmung ins tiefe Brett und mit der Einatmung ziehst du das Brustbein vorne rauf, Hund oder rauf schaut und mit der Ausatmung zurück in den Hund oder gegen oben schaut. Mit deiner nächsten Einatmung kommst du in eine Brettposition und tust mit der Ausatmung in eine Bauchlage runterkommen. Du bringst beide Fussrist auf die Matte, du hast deine Finger hinter dem Rücken lang rein verschränken, suchst das Becken aufzurichten in dieser Position und du hast mit deiner Einatmung die Stirn und das Brustbein vom Boden weglösen und versuchst die verschränkten Hände vom Gesäß zu lösen und sie diagonal gegen hinten auf den Weg zu ziehen. Halt eine lange Nacken und versuch die Länge im unteren Rücken zu behalten, indem das Becken aufgerichtet bleibt. Dann versuchst du die Schambeine in den Boden zu schieben und den Bauchnabel ein bisschen vom Boden wegzulösen. Mit deiner Ausatmung findest du ganz sorgfältig zurück in die Bauchlage, machst du mit deinen Händen ein Küsschen für die Stirn und tust das Becken hier und her schaukeln, die Wirbelsäule ganz sanft ein bisschen bewegen, Nacken ein bisschen bewegen, Schultergürtel ein bisschen bewegen. So schön ein bisschen loszulassen. Dann bring beide Hände links und rechts eben deine Rippenbogen zurück auf die Matte. Du zeigst ein bisschen hinter dir zurück auf die Matte bringen. Und dann versuch ganz langsam ins Teufel, ins Höhenbrett raufzukommen. Zurück in den Hund, der gegen oben schaut. Du hast die Symmetrie von den Händen und den Füßen. Du spannst dir den Nacken und Gesichtsmuskulatur in dieser Position. So hast du die Länge mit den Einatmung, die Wirbelsäule, den Flanken. Dann
du mit deinen Füßen laufen zu den Händen in der kopfneue Position. Nochmal ganz rund mit der Ausatmung. Und du langsam das Gesäß hinter deinen Füßen auf die Matte sinken. Du dich so auf der Matte positionieren, dass du da bleibst, mit dem Hinterkopf auf die Matte kommst. Du beide Knie bei Bauchdecke ziehen, mit deinen Händen Kniescheiben fassen und fang an, ein bisschen Eisbewegungen zu machen mit den Knien. Du so den Unterrücken in die Matte rein massieren. Du ein bisschen Eisrichtung dann noch ändern. Dann tu die Bewegungen langsam stoppen. Und geh mit deinen Händen entweder die Aussenkante von den Füßen oder die grossen Zehen fassen und komm in eine Happy Baby Position. Ich suche den ganzen Rücken bis ab zum Kreuz und zum Steißbein auf die Matte zu sinken. Und die angewinkelten Knie links und rechts eben deine Achselhöhle in Richtung Boden runterzuziehen. Deine Atmung, noch dein Nahen, ein bisschen mehr zu verlangsamen, ein bisschen mehr zu beruhigen, ein bisschen mehr zu vertiefen. Du musst die Position auflösen, bringst beide Knie in ein kleines Päckchen über das Brustbein, du musst einmal links und rechts auf die Schulter ausbreiten und lass den Knie auf die rechte Seite sinken. Du musst die rechte Hand auf das obere Knie legen. Du suchst die linke Schulter im Boden zu behalten. Den Kopf zur linken Seite abzudrehen. Dann bring deine Knie und die Nasenspitze zurück in die Mitte und du die Seite wechseln. Du lässt die Knie auf die linke Seite sinken. Bringst die linke Hand vielleicht noch auf das obere Knie. Suchst die rechte Schulter im Boden zu behalten und den Kopf auf die rechte Seite abzudrehen. Langsam mit deinen Knien zurück in die Mitte, mit der Nasenspitze zurück in die Mitte. Du hast deine Füße auf die Matte ausgelegt. Du hast die Einrichtung, Shavasana. Du hast nochmal die Symmetrie in dieser Position. Die Füße, die nicht zu nah zusammen sind, die Daumen, die nicht zu nah neben dem Körper sind. Du versuchst mit jeder Ausatmung ein bisschen mehr loszulassen. Entspann deine Zehen, entspann deine Füße, entspann deine Fußgelenke. Das Gewicht von deinen Füßen im Boden ab. Entspann die Finger, entspann die Hände und entspann deine Handgelenke. Gib das Gewicht von den Händen im Boden ab. Gib das ganze Gewicht von den Schultern im Boden ab. Gib das Gewicht von deinem Kopf im Boden ab. Entspann mit jeder Ausatmung deine Stirn noch ein bisschen mehr. Entspann den Punkt zwischen den Augenbrauen und Nasenwurzeln. Entspann deine Kiefermuskulatur. Entspann deine Lippen. Entspann die Zunge im Gaumen.
dann fang langsam an, wieder ein bisschen tief und bewusst rein und auszuschnaufen. Und ein bisschen an, die Bewegung vom Bauchraum, von der Rippenbogen wahrzunehmen. Fang an, deine Sinne wieder ein bisschen zu öffnen. Geräusche wieder wahrzunehmen. Ganz langsam und sorgfältig bringst du ein bisschen Leben und Bewegung zurück in deinen Körper. Fangst an, deine Zehen zu bewegen. Deine Fingerspitzen zu bewegen. Fangst an, deine Fußgelenke und deine Handgelenke wieder zu bewegen. Vielleicht werden die Bewegungen noch ein bisschen grösser. Durch den Nacken, durch die Schulter, durch die Gesichtsmuskulatur mitbewegen. Und die Daumen nochmal über dem Kopf ausstrecken. Nochmal ganz lang werden. Und dich dann zu einem kleinen Päckchen zusammenrollen. Knie über die Bauchdecke ziehen. Und auf die eine oder andere Seite abdrehen. In den Augenblick liegen bleiben. Nochmal so ein bisschen die Vertrautheit vom eigenen Körper wahrnehmen. Nimmst nochmal wahr, wie sich dein Körper anfühlt. Nimmst nochmal wahr, wie sich deine Atmung jetzt anfühlt. Genießt so ein bisschen die Geborgenheit. Bringst du langsam in deinem eigenen Rhythmus zurück in eine sitzende Position. Zurück in einen Fersensitz oder in einen Schneidersitz oder in eine Lotussitzposition. Versuch das Becken nochmal aufzurichten, nochmal ganz viel Länge, ganz viel Platz in deine Flanken hineinzubringen, die Wirbelsäulen aufzurichten. Nochmal das Brustbein höher rauf und den Hinterkopf ein bisschen mehr zurückzubringen. Hände auf den Knien oder entspannt im Schoss und nimmst nochmal ein paar tiefere, ein bisschen bewusstere Ein- und Ausatmungen. Die nächste Einatmung. Steuern über den Kopf, schaffst du mal ganz viel Platz und lass mit einer Ausatmung deine Hände von der Zeit zu sinken. Bringst deine Hände zu Stirn und lass den Oberkörper ganz rund, ganz entspannt gegen vorne sinken.